Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier zu unserem Transim World Simulator. Ja, schön, dass ihr da seid. Ein neues Add-on ist erschienen vor einigen Tagen und das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich switch mal kurz mal rüber und zwar ist es das Add-on Tees Rally Line. So nennt sich das Ganze. Spielt natürlich in Großbritannien mit schönen Diesel-Lok, die wir hier haben. Natürlich sind es insgesamt 3 Fahrzeuge, die mit dazukommen. Und eine Strecke, die ich glaube fast eine Stunde lang ist. Also das ist doch schon mal ganz ordentlich. So, erleben Sie eine vergangene Zeit von British Rail im historischen Geburtsort der Eisenbahn und dem Herzen der Industrie von British Steel in Transim World, Tees Rally Line. Steuern Sie Züge über ein... Was? Warte mal kurz. Ein alternes Streckennetz. So. Und insgesamt gibt es wieder 5 oder 6 Aufgaben. Kostet um die 30 Euro. Ist natürlich ein separates Add-on. Welches wahrscheinlich auch oder auch für die Konsolen kommt. Für Xbox, PlayStation. Und könnt ihr euch das natürlich dann separat noch dazu kaufen. Ich weiß nicht, wie da die Preislage ist. Und wir fahren heute die Aufgabe Sommerspezial am Meer. Willkommen im Darlington Station. Ein Sommerurlaub-Sonderzug wurde dem Fahrplan hinzugefügt, um Touristen nach Saltburn zu befördern. Steigen Sie in den Dieseltriebwagen und bringen Sie ihn zum Laufen. Das ist heute unser Ziel. Die ganze Aufgabe dauert heute irgendwas mit 60 Minuten. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, denn das Ganze wird natürlich nicht gecuttet. Wir machen das jetzt hier am Stück durch. Und damit würde ich sagen, legen wir los. So, das ist er. Willkommen in Darlington Station. Ein Sommerurlaub, Sonderzug wurde im Fahrplan. Das haben wir ja gerade gelesen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich finde, es sieht optisch immer noch absolut gigantisch aus. Ja? So, warte mal. Stellen Sie die Handbremse auf Lösen. Ah, hinten. So, okay, dann. Lösen wir mal die Handbremse hier hinten. Gelöst. So. Können wir die Tür wieder schließen. Und rennen nach vorne. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Ja, so sieht's aus. So, und jetzt können wir erstmal hier die Tür zumachen. Und das Fenster natürlich runter machen. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ah, hier haben wir eine Zugzielanzeige. Blank. Nach Darlington war das, ne? Nein. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Kommen Darlington Station, Sonderzug und Fahrplan. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil das ist dann nämlich doch nicht so. Darlington, Bishop, Blank. So, okay, dann müssen wir doch mal andere Richtung mal drehen. Darlington. Not in Service Private. Special. Es könnte auch Special sein, ne? Hull. Saltburn war das. Daran kann ich mich erinnern. So. Saltburn. Setzen wir uns mal hin. Und dann schauen wir mal ganz kurz mal hier die Knöpfe durch, was wir hier so drücken können. So, Motorstart. Linkes Signallicht, rechtes Signallicht. Okay. Leistungsregler. Ah, okay. Das ist das. Instrumentenbeleuchtung. AWS. Ja, müssen wir das noch irgendwo aktivieren? Weil das suche ich nämlich gerade. Das sieht echt gut aus. Also ich bin ja immer wieder faszinierend, ja, von Transim World. Ohne Shit. So, machen wir erstmal hier Schlüssel rein. Dann erstmal auf Maximum. Motorstartknopf gedrückt. So, halten Sie den Motor... Okay, bis die Motoren laufen. So, stellen Sie auf Leerlauf. So, und was sollen wir jetzt machen? Richtungswender ist natürlich vorwärts. Kann ich das gar nicht? So, vorwärts. Wir lösen die Handbremse natürlich. So, und haben wir sie gelöst. So,
Stellen Sie, ich muss mal ganz kurz mal raustappen, das tut mir jetzt mal ganz kurz leid, wenn ich jetzt mal gerade kurz ein stehendes Bild habe, aber ich muss natürlich gucken, ob das auch mit dem Ton alles hinhaut. Ja, das sieht aber gut aus. Ich glaube, der ist sogar zu leise. Ich mache den mal ein bisschen lauter. So, sollte der natürlich dann wieder zu laut werden, stellt man den natürlich leise. Das ist immer unterschiedlich bei den Spielen, ja, die sind halt immer unterschiedlich laut. So. Achso, den Schalthebel auf 1. Oh, wo kann ich denn das ändern? So, und was haben wir jetzt hier? Auf Lösen gelöst. So, meine Güte. Warten Sie, bis die Bremsen aufgeladen sind. Das sehen wir da. Da werden die Bremsen gerade aufgeladen. So, und erhöhen Sie Leistung auf 5 Meilen, 8 km/h. Das ist natürlich cool. Welche Taste ist denn das hier mit dem Schalten? So, dann müssen wir mal ganz kurz mal hier bremsen. So, früher war das immer bei, also damals bei dem, schade, ich finde die Tastenkombination nicht. So, da muss man sich natürlich erstmal reinfummeln hier, natürlich, erstmal wieder. So. So, Zielvorgabe haben wir erfüllt. So, wenn alles frei ist, fahren Sie rückwärts zurück in Darlington ein, um den anderen Dieseltriebwagen auf Bahnsteig 2 anzukuppeln. Koppeln, nicht kuppeln, koppeln. Ach, die meine Güte. So, beantragen Sie Zugang zum Darlington. So, fahren Sie mit begrenzter. So. Dann lösen wir erstmal wieder alles hier. Die Bremse. Lassen das Ganze mal kurz mal jetzt hier arbeiten. Und dann rückwärts. Schön aufheulen lassen, den Diesel. Ja, wundervoll. So, ich hoffe, wir kommen jetzt hier aufs richtige Gleis an. Dass wir die Weichen jetzt selber stellen müssen. Kann natürlich gut sein, würde mich jetzt nicht wundern. Das schaut aber ganz gut aus, dass er das automatisch macht. Im Normalfall weiß ich gar nicht, ob das jetzt hätte nicht händisch machen müssen oder so. Aber auch die werden natürlich hier ein Stellwerksystem haben und dann wird das natürlich dann dementsprechend auch so funktionieren. So, holen wir den jetzt auch noch. Ja, so, das wusste ich jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt hier noch so Rangierarbeiten haben, aber mein Gott. Das ist halt Trains and Word und das finde ich ganz klasse.
Auch wenn ich immer oft gefragt, so, ob die fünf Aufgaben, die man hier hat, die einzigsten sind, die man hier fahren kann. Ihr habt natürlich noch einen Fahrplanmodus, den ihr hier benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt hier zu verschiedensten Tageszeiten, zu verschiedensten Wetterbedingungen könnt ihr natürlich hier auch rauf und runter fahren, so wie ihr das praktisch aus dem Train-Simulator von Dovetail Games kennt. Ja, also das ist jetzt nicht nur diese fünf Aufgaben, das sind halt fünf spezielle Aufgaben halt, die jetzt praktisch für dieses Addon jetzt gemacht wurden. Aber ihr habt natürlich dann auch einen ganz normalen Fahrplanmodus. Ne? Also, falls ihr da mal ein bisschen nur fahren wollt. So. Müssen wir ein bisschen rückwärts noch fahren. Was ist hier los? So. Da waren wir jetzt ein bisschen zu streng. So. Gut, werden wir mal aussteigen. Ja, so, die Tür öffnen. Und dann werden wir mal schnell ankoppeln. So. So, haben wir. Jetzt aber die Türen freigeben. So, aber jetzt setzen wir uns erstmal auf unseren Fahrerplatz und links entriegeln. Und ihr seht, jetzt geht's los. Sideburg. So, wo hat man... So, Motor, Lampentest, Test an, aus, Zugzubeleuchtung können wir anmachen, Instrumentenbeleuchtung, ja, bräuchten wir jetzt eigentlich nicht. Ja, hier um sich jetzt nichts irgendwie. So, links verriegeln. Zielvorgabe erfüllt. So. Ich bin es wieder vorwärts. Vorwärts. So. Und los geht's. Hier sind wir noch ein bisschen zu schnell scheinbar. Ein wenig zu schnell.
So, 22 Kilometer sind es denn bis zum nächsten Halt in Middlesbrough. Joa, werden wir schaffen. Wie gesagt, ich will hier heute machen das Ganze hier am Stück. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn wir das Ganze jetzt natürlich stückeln müssen. Auch wenn ja der ein oder andere jetzt durch mein Video, durch mein Ankündigungsvideo, ja aktuell jetzt das ein oder andere verstanden hat, was jetzt gerade so bei mir los ist. Ne? Sohnemann ist ja nun endlich auf die Welt gekommen. Aber ich habe ja gesagt, ne, dass ich wahrscheinlich eher bei den Livestreams kürzer treten werde, statt hier in den Let's Play-Folgen. Ja, und wenn halt die Möglichkeit aktuell noch gerade besteht, dass ich noch aufnehmen kann, dann nutze ich die Chance und können wir dann natürlich auch am Stück denn machen. So, machen wir gleich mal hier unseren Screenshot. Ja, also wie gesagt, Transom World bin ich ein großer Fan. Auch habe ich jetzt, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile alle aktuellen Projekte, die ich hier machen möchte. Ihr habt es ja gesehen, die erste Zusi-Folge ist endlich online gegangen. Somit ist das eines der letzten Projekte, neueren Projekte, die ich hier machen möchte. Ich habe ja nun schon einiges, ne? Wir haben ja Lotus, wir haben Omsi, wir haben den Train Simulator von Dovetail Games, Train Sim World, wir haben Train Simulator von Microsoft, Zusi Pro Trains, Trains und ja, das sind sie eigentlich. Und das sind eigentlich, ich glaube, ist eine relativ gute Auswahl, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Falls mal irgendwo eine kleine Ebbe entsteht oder sowas, da haben wir hier, glaube ich, reichlich was zu zeigen. Auch kann man ja irgendwann mal den Fahrplanmodus mal hier uns anschauen, hier von Transom World. Ne? Das ist dann eigentlich genau das gleiche, was wir denn machen von, von dem Train Simulator von Dovetail Games halt. Ja, wir können noch ein bisschen Speed geben. Wird noch. Können noch. 19 Kilometer. 10.50 Uhr ist Ankunft. Naja, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Auch schön, dass wir hier einfach die Tür offen lassen können. Ja? Ach so, hallo. Na, wie geht's euch da hinten? Super. Ich finde leider hier den Taster für... Ich meine, es ist ja klar, ne? Es ist ja schon mit was anderes, ne? Aber hier so ein Siefer-Taster finde ich jetzt hier nicht. Also klar, ist ja hier der ABS-Rückstellungstaster hier, aber irgendwie muss ich den nicht drücken. km/h. Dann können wir schon mal den Speed wieder wegnehmen. Ja, es gibt natürlich wieder reichlich Aufgaben, die ihr machen könnt hier für so Rangierarbeiten. Ne? Das ist ja schon ein großes Ding hier für den Train Sim World, ne? Da legt er ja wirklich sehr viel Wert drauf. So, jetzt muss man natürlich ja wieder runterschalten. Natürlich ein bisschen stark runtergebremst. Ja, das mit dem Schalten, das muss man erstmal. Ich kannte es Gott sei Dank jetzt schon, dass man hier schalten muss. Kenne ich. Wie gesagt, zum ersten Mal damit in Zügen schalten, war damals noch in dem Microsoft Train Simulator. Und zwar diese japanische Strecke oder sowas war das gewesen. Man musste es ja auch schalten. Aber die Tasten hier, ich weiß halt nicht, wie die Tastenbelegung jetzt hier ist zum Gangwechsel.
Aber das geht auch so mit der Maus, ja. Ihr könnt das natürlich auch alles komplett mit dem Controller spielen, wenn ihr das übrigens möchtet, ja. Also wie gesagt, dadurch, dass das Spiel ja auch für die Konsolen funktioniert, ausgelegt ist, halt auch noch, ja, könnt ihr hier natürlich auch euren Xbox One Controller einfach ranstöpseln und dann könnt ihr das Ganze auch mit eurem Controller spielen. Wenn ich nicht weiß, was das W bedeutet, sieht wichtig aus. So. Diese Tonaussetzer, ist schon schade. Ist schon schade. Also weiß ich nicht, ob das jetzt nur bei mir jetzt liegt oder sowas. Aber sonst läuft der wirklich einwandfrei. Ja? Also ich habe wirklich mit ChineSimWorld noch nie Probleme gehabt. Das Ding ist, startest du, es läuft einfach. Und es läuft auch noch richtig gut. Ja? So von der Performance her. Also ganz ehrlich, ChineSimWorld ist schon eine Simulation. Ich weiß noch, der ein oder andere überlegt halt immer noch, kauft er sich das nicht. Ja, also ich kann wirklich halt nur sagen, also ChineSimWorld, ich finde ChineSimWorld wirklich einen Ticken besser als Train-Simulator von Dovetail Games. Allerdings hat der Train-Simulator von Dovetail Games natürlich ja, hat einfach mehr Add-ons. Ja, das hat ChineSimWorld, fehlt das Ganze noch, aber das kommt ja jetzt auch alles mit der Zeit. Ne? Ich meine, wie lange existiert der Train-Simulator von Dovetail Games schon? 5 Jahre, 6 Jahre? Ne, die hatten doch letztes Mal jetzt ihre 10 Jahre, ne? 10 Jahre Train Simulator, ich glaube 2009, ja, ihr 10-jähriges Jubiläum war jetzt vor kurzem und ja, dann ist natürlich klar, dass da so eine Streckenvielfalt ja mittlerweile halt schon auf dem Markt ist und da muss jetzt natürlich auch der Train Simulator hin und ich gehe davon aus, der wird auch da hinkommen. Ja, die werden natürlich das den Train Simulator wahrscheinlich nicht mehr abschließen, denn die Verkaufszahlen sind so schlecht, dass sie sich dann ja, da ging anscheinend. Was ich halt persönlich ein bisschen schade finde, dass es halt wirklich nur Addons halt direkt von Dovetail Games sind. Ne? Das sind ja jetzt nicht so wie bei Train Simulator oder sowas. Ne? Da hast du ja diese ganzen, ich sag mal, Fremdanbieter, die natürlich dafür jetzt noch die Addons jetzt noch zaubern für den Train Simulator. Das ist ja bei Train Simulator ja nun irgendwie nicht. Ja? Das kommt ja direkt aus dem eigenen Hause. Schon mal schon schade. Ich meine, wenn sie da das Ganze einfach offenlegen würden, ja, ich glaube, dann würden deutlich mehr Add-ons für den Train-Sim-World erscheinen. Aber man muss sagen, es ist schon ordentlich aktuell, was zurzeit alles rauskommt, ja, an Add-ons. Also es ist nicht wenig. Ob 80 habe ich gelesen, ne? Wenn wir immer noch im gleichen Gang bleiben. So, 72, dann brauchen wir ja bloß im Leerlauf weiterfahren. Dann klappt auch dieses. Aber ich finde das wirklich cool, ja. Aber zu meiner Zeit waren Simulationsspiele nicht so gefragt gewesen. Ne? Das ist, ja, das ändert sich so mit der Zeit halt. Da wird die Nachfrage einfach doch deutlich größer. Ist das halt so, dass ja, wir heute die Möglichkeit haben, diese Spiele halt auf Konsole zu spielen. Wie gesagt, das gab es damals nicht. Also ich finde das schon cool, dass es gerade diesen Simulator hier, den von Dovetail Games, dass man den halt zum Beispiel auf der PlayStation oder der Xbox spielen kann. Ja? Also wenn ihr natürlich jetzt keinen leistungsstarken Rechner habt oder sowas, ne, dann könnt ihr das Spiel trotzdem in 4K zum Beispiel auf eurer Konsole halt raufballern. Und das sieht dann schon extrem nice aus. Hat eine richtig geile Performance. Ja, also sollte man sich mal absolut mal anschauen. Wie gesagt, ich weiß nur nicht, wie die Preispolitik ist. Ich weiß halt nur, dass sie sich Sony und
Microsoft wahrscheinlich ein weniger, aber dass sich Sony ein bisschen sehr gerne eigenes Geld in die Taschen packen möchte. Und dadurch, dass ja die ganzen Add-ons ja auf ihre Plattform veröffentlicht werden, weiß ich nicht, ob da jetzt nochmal ein bisschen Geld nochmal dazukommt. Also das... Runterbremse auf 48? Ja, genau. Das sagst du immer total früh an, Keule. So, es kommt 40, müssen wir runterschalten. Ja, Zwangsbremsung oder sowas, weiß ich gar nicht. So, warte mal, da können wir gleich in den nächsten Gang schalten und jetzt Speed geben. Und es sieht einfach so hübsch aus, ja. Kollege von vorne. Ja, ich hatte ja gefragt gehabt, ob ihr das sehen wollt. Kam leider keine Antwort von euch. Deswegen habe ich... Ich glaube, es kam nur einmal eine Frage, ob ich das Addon mal zeigen möchte. Deswegen ich mich eigentlich jetzt so praktisch dafür entschieden habe, dass ich dann auch zukünftig denn halt nur in Trainsim World übrigens dann halt sämtliche Strecken zeige. Ja. Beim Trainsimulator versuche ich da schon mehr drauf zu achten, dass es halt wirklich nur deutscher Content ist, ja. Bei Trainsim World mache ich da wirklich eine Ausnahme, dass wir uns auch andere Strecken anschauen möchten. Denn wie gesagt, also ich finde ja Trainsim World halt ziemlich genial. Aber sonst würde das einfach den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier auch noch aus allen Simulatoren denn sämtliche andere... Oh, genau. Weißt du, ich bin gerade mal jetzt hier auf Tempo gekommen. Und dann musst du schon wieder bremsen. Das schaffen wir noch nicht mal, weil der bremst halt einfach mal unglaublich langsam. So, aber in 7,2 Kilometer sollten wir den Bahnhof erreichen. Ich sehe leider keine Uhr. Nee. Vielleicht haben wir am Bahnhof Glück. Wir sehen da eine Uhr. Also irgendwann gebe ich kein Gas mehr. Ehrlich. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Ja, das ganze Update war dann auch schon wieder dann mal 4 oder 5 GB groß. Also das haut schon ordentlich rein. So von der Größenordnung auf jeden Fall. Aber man muss wirklich sagen, es ist halt super detailliert halt. Ja, dadurch, dass du dich natürlich dann frei bewegen kannst hier in der ganzen kompletten Umwelt, ne, musst du natürlich, du kannst jetzt hier einfach anhalten und kannst jetzt den Zug verlassen. Während jetzt mittendrin halt, ist jetzt nicht nur an Bahnhöfen oder sowas, ja, du kannst halt mittendrin kannst du einfach deinen Zug verlassen. Das finde ich schon eigentlich ziemlich coole Sache. So, warte mal, werden wir mal runterschalten.
nicht. Warte mal. Ich kann gleich wieder bremsen. So, jetzt müssen wir. Dann war hier versehentlich einen Gang übersprungen. Aber auch das ist noch nicht unser Bahnhof. Verdammt. Wir fahren ja auch nur so eine Art Sonderzug hier. Ne, also. Wechseln. So, jetzt sind wir mal wieder. Und 2,2 Kilometer dann schon wieder runterbremsen auf 72 km/h. Normalerweise wird das Ganze hier angegeben in Meilen. Ne? Deswegen seht ihr zum Beispiel, die Tachonadel zeigt ja gerade mal knapp auf 50 Meilen. Kann man sich übrigens auch einstellen, ja, dass es dann halt dementsprechend dann auch angezeigt wird. In den Einstellungen von Transim World. Ja, falls ihr dann lieber die Meilen haben wollt, dann könnt ihr euch das anzeigen lassen. Manchmal finde ich persönlich, kommt das so ein bisschen zur Verwirrung. Ja. Gerade am Anfang zum Release, glaube ich, war das noch ein großes Problem gewesen. Ne? Da hat es halt das noch nicht gehabt, irgendwie. Dass es so angezeigt wurde halt alles. Müssen sowieso gleich runterbremsen. In 2 Kilometer erreichen wir Middlesbrough. Und wir sind aber auch schon ordentlich zu spät, sehe ich. Seit 2,5 Minuten hätten wir schon da sein sollen. Was läuft, würde ich sagen. Warum soll es hier besser laufen als ein Susi? Oder den Time Simulator? Warum? Ich meine, klar, wir rollen jetzt hier teilweise nur noch.
Oh, wir sind komplett gelöst, ja. Ärgerlich. Das kostet Zeit. Naja, das ist halt wieder so ein Ding, ne? Du musst das Ding kennen wie die Westentasche. Ja? Du musst dann wissen, wann du wie anhalten musst. So. Zielvorgabe erfüllt. Türen entriegeln. Das kriegen wir noch hin. So, natürlich gibt es hier auch wieder Sachen, die man natürlich während des machen muss. Hier haben wir mal gerade nichts. Schauen wir mal, was wir hier erledigen müssen. Und dann können wir, müssen wir auch nicht auffüllen. Mülleimer müssen wir auch nicht entleeren. Ja, wir können jetzt zum Beispiel runterlaufen, aber das wollen wir mal jetzt nicht. Da kommt ein Fahrplan. Naja, genau. Schrankkante hinzugefügt, ne? Also sowas dann zum Beispiel. Müsst ihr dann wieder, denn wenn ihr das halt komplett haben wollt, wieder alles entdecken. So, mit reichlich Verspätung. Und die Türen verriegeln. So. Links entriegeln. Zielvorgabe erfüllt. Saltburn. Ah, ist schon unser nächster Halt. Alles klar. In 17 Kilometer. Ja, das ist schon ziemlich nice. Es gab da mal so eine kleine Simulation, das war auch so britisch angehaucht, das war nichts, das war kein Add-on für irgendeinen Train-Simulator oder sowas, sondern komplett eigenständig. Ich habe jetzt leider den Titel nicht mehr im Kopf. Das war halt anderer Grafikstil halt noch gewesen, so ein bisschen, ja, oh, ein gelbes Signal, heieiei. Wollen wir mal lieber mal ein bisschen bremsen, ne? Wer weiß, was uns da erwartet. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ja, und das war dann natürlich auch so in diesem Stil hier. War eigentlich ziemlich cool gewesen. Bloß ist dafür die irgendwie, ich glaube, das Ding war auch im Early Access. Und ich glaube, da ist nie irgendwas draus geworden. Das ist, war schon echt schade gewesen. Also ein bisschen schneller können wir hier schon fahren. Jetzt haben wir auch ein grünes Signal bekommen. Wahrscheinlich ein Kollegen vor uns, der was hier ausbremsen möchte, auch noch. Aber wir mit Verspätung ist natürlich verständlich, dass wir jetzt einen Kollegen vor uns haben.
Da, der ist auch dabei. Also den könnt ihr hier auch fahren. Ihr seht ja zum Beispiel, ne, die Güteraufträge, die ihr dann hier fahren könnt. Also der Trailer war auch sehr, sehr gut gewesen. Also wenn euch, wie gesagt, das ganze Paket mal gefällt hier, dann schaut mal bei Steam vorbei, auf jeden Fall. Könnt ihr euch natürlich den Trailer mal anschauen und den Text aber euch hier mal genauer durchlesen. Ne? Da ich aber versuche, immer so ein bisschen so eher auf Passagiere zu gehen, ne, ist das jetzt für mich eher uninteressant. Ne? Da interessiert mich das hier denn schon deutlich mehr. Und finde es aber cool, dass das halt vorhanden ist und wir halt den Fahrplanmodus dafür auch noch benutzen können, um natürlich hier das Ganze hin und her zu fahren. Obwohl ich sagen muss, den Fahrplanmodus habe ich teilweise, ich glaube, noch nie benutzt. Ich glaube, es wird mal Zeit, um mal zu schauen, was das Ganze macht. Da könnte man zum Beispiel auch einfach mal mitfahren mit der KI. Ja, also schon mal so einen kleinen Snack holen, ja, so wie das mal denn ursprünglich dann vielleicht mal in Lotus aussieht, denn halt, ne, wenn wir dann mal mit Kollegen mitfahren können im World Wide Web. Ja, das ist natürlich schon eine coole Sache. So, wir werden dann mal schon mal abbremsen wieder, bis er hier natürlich mal wieder bremsen anfängt. 72 km/h. So, dann können wir die Bremse schon wieder lösen. Dabei versuche ich jetzt diesmal schon so ein bisschen sanfter zu bremsen, aber ihr seht, es klappt immer noch nicht. Also hier bedarf schon ein bisschen Einarbeitungszeit, damit das Ganze hier nachher sitzt. Aber noch nicht mal, ob denn die Aufgabe zu Ende ist. Ich weiß nur, dass es Lobbe unser Halt ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich den Text doch so richtig in Erinnerung habe. Hat auch komplette schöne Verarbeitung, ja, also das ist schon sehr putzig. Ein riesen Rangierbahnhof. So. So, ja, jetzt hier die goldene Mitte finden.
wo wir jetzt nicht allzu viel KMH verlieren, dass wir jetzt hier nicht ständig immer den Motor aufheulen lassen müssen. Das wäre natürlich schon ein absolutes Träumchen. Natürlich auch vermeiden, immer zu schnell zu fahren. Hatten wir jetzt in der Folge schon ein paar Mal. Muss nicht sein. Aber Aussicht, wie gesagt, hier. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das Ergebnis. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Addon bereits gekauft habt. Oder seid ihr euch noch ein bisschen unschlüssig? Wisst es oder wusstet noch gar nicht, dass ein neues Addon rausgekommen ist? Dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Vielleicht konnte ich euch ja das ein oder andere eventuell hier zeigen mit unserem Video zu unserem Transom World. Würde mich natürlich mega freuen, ja. Denn ich persönlich finde das schon klasse. Es ist so ein bisschen wie beim Lotus Simulator. Für mich ist der komplett ausreichend. Ich weiß, der ein oder andere ist auf Transom World nicht gut zu sprechen, weil es halt vielleicht eine billige Kopie ist vom Transom Simulator für Dovetail Games. Und warum sollte man alles normal kaufen, doppelt kaufen? Wie gesagt, vollstes Verständnis dafür, keine Frage. Aber mich hat einfach so dieses ganze Drumrum-Paket hier in Transom World einfach absolut überzeugt, ja, dass wir uns hier, wie gesagt, frei bewegen können. Es sieht einfach hübsch aus. Es, wie gesagt, läuft einfach sehr gut. Mein Train-Simulator läuft jetzt auch sehr gut. Ist natürlich immer systemabhängig, ob er läuft oder nicht. Da kann man immer nicht sagen, so, ja, der Train-Simulator ist doof, weil er nicht läuft. Ja, wenn du natürlich ein blödes System hast, dann, ja, dann kann es nicht besser laufen. Aber ich hatte eigentlich bis dato nie Probleme, wie gesagt, gehabt hier mit Transom World. Und schon alleine einfach diese Tatsache, dass man sich hier frei bewegen kann in der Spielwelt, finde ich persönlich schon eine ziemliche Bereicherung. Ob es jetzt natürlich sinnvoll ist, ich meine, es sieht schon cool aus, wenn du die Waggons miteinander ankoppelst und alles sowas. Ja, das ist jetzt schon, ne, das beim Train-Simulator fährst du einfach ran, ne, drückst die Taste, ist eingekoppelt, ja. Und hier musst du natürlich dann aussteigen, musst es dann halt schon machen. Obwohl ich sagen muss, die Qualität tatsächlich hat ein bisschen nachgelassen, ne? Also ich weiß noch, das erste Mal, wo Transom World auf den Markt kam, mit dem Kohlezug hier, fragt mich jetzt nicht mehr, weil St. Valley Beach oder sowas, keine Ahnung. Ja, also, ich fand, das war irgendwie noch detaillierter gewesen. Das hat jetzt mittlerweile irgendwie gefühlt so abgenommen, oder man ist einfach schon... Man ist übersättigt halt davon, ne? Weil man es schon kennt. Ist jetzt natürlich nichts mehr so Gravierendes, ja. Aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal, wie gesagt, die Transom World gestartet habe, dachte ich mir so, holy shit, sieht das gut aus. Oh. Ja, und schon alleine, dass du fahren kannst, ja, und dich einfach hier so aufstehen kannst, hier, da hier rumlaufen kannst, ja, während der Fahrt, finde ich persönlich einfach, ist eine ziemlich coole Sache. Und das Ganze halt denn drumrum denn halt, finde ich persönlich einfach klasse. Und deswegen weiß ich halt, dass der ein oder andere von Transom World jetzt nicht so begeistert ist. Jetzt meine Wenigkeit. Aber da muss man ja sagen, jeder spielt das, worauf er Lust hat. Nö. Zum Beispiel kann mich auch nicht mit Fortnite anfreunden oder sowas, ja. Also, das kriege ich auch nicht hin. Andere lieben das dafür. Ja. Ich kann sie ja jetzt ja auch nicht verurteilen, deswegen, ne, weil ich jetzt kein Fortnite spiele. Weil ich habe ja auch schon das eine oder andere Mal, wenn ich mal so gestreamt habe oder sowas, ja, kam schon die Frage, das ist so langweilig. Spiel doch lieber Fortnite. Nein. Warum? Hab ich keinen Gewinn mit. Weil mir das persönlich einfach nicht Spaß macht. Ich weiß, früher zu meiner
Zeit, zu meiner Jugend, ja, habe ich Counter-Strike rauf und runter gespielt. Also ich war auch in dieser ganzen Szene drin und hast da es nicht gesehen. Unreal, Tournament, ja, Quake und alles sowas, wie sie hießen. Ich glaube, die meisten Titel, die ich euch jetzt gerade sage, die kennt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil das schon Asbach uralt ist. Nee, aber wie gesagt, also ich habe sowas auch gespielt. Direkt nach der Schule ab ins Netzwerkcafé, Internetcafé, das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr. Internetcafé gerannt und dann losgedaddelt. Das war noch Zeiten. Heieiei, das war so super. Ja. Und von daher, weiß ich nicht. Also es ist halt immer wirklich Geschmackssache halt, ne? Aber ich denke, früher oder später kann sich der Train Sim World ordentlich integrieren. Er wird zwar nie den Train Simulator ablösen, was ich persönlich aber auch gut finde. Somit hat man wirklich zwei verschiedene Simulatoren. Ja, aber er wird halt, wie gesagt, den Train Simulator halt selbst nie ablösen. Die werden weiterhin immer parallel laufen. Wahrscheinlich ist das nämlich auch der Sinn vielleicht an der Sache, die Dovetail Games vielleicht plant, weil hier können sie sich wirklich eigenen Content bieten, was sie beim Train Simulator von Dovetail Games halt nicht mehr machen. Weiß man nicht, kann man nicht sagen. Steckt da nicht drin. 20. Ab nächsten Signal 20. So, auf jeden Fall jetzt erstmal hier 48. So. Das ist nicht unser Signal. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Weil das haut hier uns nämlich komplett rein. Aber er zeigt uns das ja auch schon an, scheinbar, dass wir da den 24 km/h noch fahren dürfen. Und wir erreichen übrigens unseren Endbahnhof, ihr Lieben. 11.15 Uhr. Ey, wir haben fast wieder unsere Zeit reingeholt. Ist ja Wahnsinn. Wir müssen irgendwo Zeit gut gemacht haben. Wir müssen irgendwo Zeit gut gemacht haben. Oh, ist leider ein bisschen zu spät gebremst hier. So, das ist natürlich ein fieser Bahnhof hier. So, damit haben wir die Zielvorgabe erfüllt, sind sogar pünktlich angekommen. Das lobe ich mir doch. So, alles aussteigen bitte. Zug endet hier. Ja, vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind hier mit uns und natürlich, dass ihr mit dabei wart hier die ganze Folge lang. Ja, wir sind jetzt hier bei 56 Minuten. Holy shit, ja, das habe ich ja gesagt, dass das eine lange Folge wird. Aber ja, hat doch Spaß gemacht. Das ist, wie gesagt, auf jeden Fall das neueste Add-on jetzt für den Train Sim World. Ja, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das, ich denke mal, schön kaufen. Ich glaube, auf Steam, wie gesagt, für 29,99 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh, kostet das Ganze. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Anregungen habt, dann schreibt es in die Kommentare.
oder lasst mir ein Like da, ja, auf dass wir uns das nächste Mal wiedersehen hier in Transom World. Das wäre natürlich eine coole Sache. Und ja, ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Warten bis 11.16 Uhr. Wir haben jetzt natürlich die Woche, weiß ich nicht, also ich versuche es natürlich, ja. Ich habe ja mein Video dazu gemacht, ja, dass es mal sein kann, dass wir vielleicht eventuell nicht jeden Tag ein Video schaffen, aber ich versuche es halt, dass täglich ein Video online geht. Und müssen wir mal gucken, was wir denn so machen. Wir haben ja jetzt, habe ich ja vorhin aufgelistet, eine große Zahl an Simulatoren, die wir ja hier auf dem Kanal ab sofort ja haben. Wie gesagt, mehr wird es auf jeden Fall erstmal nicht, ja, an Projekten, die ich jetzt mal aufnehme. Also so Fragen wie zum Beispiel, kannst du mal Transport Fever spielen? Kriege jetzt erstmal eine Abfuhr. Ich glaube, ich habe erstmal so weit genug und es würde einfach nur mega Verwirrung stiften, wenn wir jetzt hier noch 20.000 andere Projekte hier anfangen. Und von daher, das also diese Projekte, die wir jetzt hier auf diesem Kanal haben. Und ja, natürlich könnt ihr mich sehr gerne weiterempfehlen, falls ihr das möchtet. Da bin ich nicht traurig drüber. Türen verriegeln. Oh, lass uns wieder einsteigen. Sind wir da noch nicht fertig? Links verriegeln. Zielvorgabe erfüllt. 900 Punkte. Stellen Sie die Fahrerbremse auf an. Nee. Angewandt. So. So. Und Arbeit beenden. Genau. Jetzt haben wir hier 10.000 Punkte. Sonntags. Eis. Angeblich, achso, hier sind wir zu spät angekommen, deswegen zeigt er da jetzt das Rot an. Ja, aber ihr seht, wir haben die Aufgabe abgeschlossen und verabschiede mich jetzt hiermit, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!